keine Rede. Wir vernageln seit Jahrzehnten Zehntausenden jungen Menschen den Zugang zu unseren Universitäten, weil sie ihr Wunschstudium nicht aufnehmen können. Wir geben ihnen das Zeugnis der Hochschulreife, sagen aber gleichzeitig mit dem Numerus Clausus. Frau Göring-Eckardt, ich habe Ihnen zugehört und jetzt müssen Sie mir tapfer zuhören. Lasst uns doch erstmal in unserem Land für die, die schon hier sind, die Hürden beseitigen, ohne dass wir auf mehr Zuwanderung setzen, auf noch mehr Zuwanderung. Auch die ewigen Vergleiche mit Kanada und den USA, die hinken doch vorne und hinten. Kanada hat ein Nachbarland, also mit großzügiger Betrachtung anderthalb. Grönland, Dänemark, anderthalb Nachbarn. Da gibt es überhaupt keine Arbeitnehmerfreizügigkeit. USA hat zwei Nachbarn, Kanada und Mexiko. Wir haben neun Nachbarn. Keiner hat mehr Nachbarn in Westeuropa als wir. 27 Länder in der Europäischen Union haben freien Zugang auf unseren Arbeitsmarkt, ein Raum von 550 Millionen Menschen. Ja, glauben Sie denn ernsthaft, USA und Kanada hätten das Recht, wenn 27 Staaten der Erde freien Zugang auf den Arbeitsmarkt in USA und Kanada hätten? Nein, sie hätten es nicht. Die Binnenmigration in der Europäischen Union blenden Sie völlig aus. Und das ist ganz ernst gemeint. Koppeln Sie nicht Zuwanderung und Nachweis eines Arbeitsplatzes ab. Diese Kombination sollten wir unter allen Umständen beibehalten, auch wenn ich weiß, was Frau Göring-Eckardt im Morgenmagazin vor einiger Zeit gesagt hat. Wir brauchen Menschen, die in unserem Sozialsystem zu Hause sind. Wir haben keinen Mangel an Zuwanderung, wir haben einen Mangel an Integration. Wir müssen die Menschen befähigen, ihren Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit zu verdienen, keine weitere Zuwanderung